Willkommen zum Tag 2 der Heise Show XXL auf der CeBIT. Wir sprechen jetzt über das Thema Entwickler, aber haben ein ganz buntes Programm heute vor. Da geht es zum Beispiel um Drohnen, Drohnenrennen. Das ist jetzt auf der CeBIT auch plötzlich ein Thema. Es geht um Smart Home, es geht um Hass im Internet. Ein schönes buntes Programm haben wir zusammengestellt mit Unterstützung von IBM. Ja, und jetzt stehe ich hier erstmal mit Alexander Neumann von Heise Developer. Erstmal guten Morgen. Hallo, guten Morgen. Messen, den ersten Messetag gut überstanden? Ja, eigentlich schon. Also ich bin ja Ausrichter der Developer World, die aufgehängt ist im Kontext von Heise Developer, wo wir Sonderhefte und Konferenzen machen. Eines dieser Konferenzformate ist eben die Developer World. Die hatten wir letztes Jahr zum ersten Mal gemacht. Ist eine spannende Geschichte in Halle 11. Mhm, genau, wir können es vielleicht auch nochmal einblenden hier hinten. Ich habe das hier gerade auf dem Notebook. Wenn die Kollegen mich hören, genau, jetzt ist es da zu sehen, genau, Developer World, ne? Ja, Halle 11, D03. Ja, diese schmucke Webseite mit dem indischen Farben oben im Top. Da finden wir das Programm. Außerdem auf Heise Online haben wir auch ein bisschen was geschaltet. Heute Morgen kann man gucken, was genau. Da gibt. Und da ist jetzt die große Frage, was sind da so die Schwerpunkte? Also es gibt erstmal Keynotes von diversen Leuten. Ja, genau. Also heute Holger Schlichtenberg, bekannt bei Heise Developer als Blogger im Umfeld von .NET, und der wird berichten darüber, was sich bei .NET Core oder was sich damit verbirgt, also Microsofts Öffnung zu Open Source. Ein modulares .NET wird da ein großes Thema sein, das interessiert sicherlich einige. Da tut sich ja in der Tat einiges, kommen wir bestimmt später auch nochmal drauf zu sprechen, gehe ich von aus. Ein bisschen, ja, ein bisschen, ja. Und hier, wir können mal kurz nochmal einen Blick so über den heutigen Tag da schweifen lassen. Big Data ist tot. Das ist mir neu, aber Business Intelligence ist das neue Schlagwort. Ich bin sehr gespannt. Naja, Business Intelligence war eigentlich vorher, ne? Ja, ja. Die Business Intelligence, Angst vor Big Data. Ja, aber es scheint irgendwie wieder zurückzukommen, ne? Ja, hat man das Gefühl. Genau. Neustart mit .NET Core 1, genau. Dann Architekturanalyse, Code für alle Geräte und Plattformen. Das ist ja was sich, glaube ich, viele wünschen. Ja, das bin ist gespannt. Cross-Plattform ist so ein Thema, was seit Jahren immer wieder aufploppt. De facto würde ich sagen, es ist immer noch recht einfach, nicht relativ schwierig sozusagen gut umzusetzen, aber so gerade in den letzten ein, zwei Jahren sehe ich da doch einige Tools und Methoden, dass man tatsächlich von einer echten Cross-Plattform reden kann. Einfach, ja. Okay, und ganz zum Schluss spannend, sehen wir in Terminator Augmented Reality mit Oculus Rift. Oculus Rift kann man übrigens auch hier bei uns am Heise-Stand sehen, dann guckt man zwar nicht wie der Terminator, aber man kann dafür eine virtuelle Achterbahnfahrt machen. Lohnt sich auf jeden Fall, wer noch nie eine Virtual Reality Brille auf der Nase hatte, kann das da drüben tun. Das ist sehr witzig und man wundert sich, was der Magen für komische Dinge erfährt, obwohl man in Wirklichkeit nur in einem Stuhl sitzt. Ja, und nicht ohne Grund haben wir dieses Thema auch an den Schluss gesetzt, dass man nach dem Vortrag einfach auch noch mal ein bisschen rumspielen kann drüben in der heißen Developer World. Genau, so, das heißt, einen Überblick haben wir jetzt. Welche Schwerpunkte habt ihr denn da grundsätzlich gesetzt? Das ist ja das heutige Tagesprogramm gewesen. Also ich sage mal so, einen Schwerpunkt pro Tag, den gibt es nicht. Ich sehe eher, wir haben über 50 Vorträge, die über die gesamte Messe hinweg repräsentativ für das stehen soll, was in der Softwareentwicklung gerade in den Medien ist, aber natürlich auch in den Entwicklungsteams ein Thema ist. Welche? Und von daher haben wir Sachen wie Microservices, wir haben Platform as a Service, also Entwicklung in der Cloud. Wir haben .NET Core, habe ich schon erwähnt, Cross-Plattform-Entwicklung. Wir haben Big Data, was so sukzessive jetzt auch in Deutschland ankommt, habe ich so mein Gefühl. Sprechen tun wir ja schon lange davon, oder? Ja, Big schon. Data ist ja ganz wichtig in quasi allen Bereichen, die man sich heutzutage vorstellen kann für die Datenanalyse. Ja, da haben wir zum Beispiel am Donnerstag auch eine spannende Keynote wie Machine Learning, was ja sozusagen in dem Big Data Umfeld zu finden ist, wie das bei Amazon funktioniert. Ralf Herbrich wird das über das erzählen. Von Amazon der erzählt ist, dann was? Der hat da wirklich gute Erfahrungen zu berichten. Den hatten wir mal auf einer anderen Konferenz gehabt im Big Data Umfeld und es können schon, wir auch schon vorstellen, Amazon hat vermutlich ein bisschen was zu tun mit Big Data. Ja. Irgendwie nur eine latente Vermutung, ich weiß auch nicht. De facto stehen sie natürlich, sind mit die Ersten gewesen, die das Thema tatsächlich bei sich im Einsatz gehabt haben. Die ganzen Suchgeschichten, die da laufen, das ist schon
die oberste Liga. Ja, ich denke, da viel größer geht es da gar nicht. Dann hast du eben gesagt, Microservices. Microservices, da geht es um ein Architekturkonzept, was so neu vielleicht nicht ist, aber wir haben früher schon Serviceorientierung gehabt, serviceorientierte Architekturen. Das hat es ja auch schon gegeben. Das geht so ein bisschen in die Richtung, nur meines Erachtens sind wir heute mit den Techniken, mit Cloud-Techniken viel, viel besser in der Lage, sowas umzusetzen. Da geht es darum, dass die einzelnen Bestandteile einer Anwendung in Services gegliedert werden, die unabhängig voneinander dann eben ausgetauscht, erweitert, ersetzt werden können, ohne dass sie Auswirkungen haben auf die gesamte Anwendung. Okay. Also Modularisierungskonzept, was gerade sehr viele umtreibt. Was viele umtreibt, nennt man dann Hype, was wieder viele auch blöd finden. Muss man halt ausprobieren. De facto müssen wir sowas beleuchten und ist ein wichtiges Thema. Und mit Eberhard Wolf haben wir den Richtigen da, der darüber spricht. Der beschäftigt sich seit 2-3 Jahren gerade mit diesem Schlagwort, hat ein Buch im D-Punkt Verlag herausgebracht. Müsste so in Deutschland das erste sein, was da herausgekommen ist. Ist auch ein Blogger bei uns, der jetzt genau zu dem Thema immer wieder auch da sehr lesenswerte Beiträge liefert. Ja, cool. Ganz kurze Anmerkung vielleicht zwischendurch für die Zuschauer da draußen im Internet. Wenn ihr Fragen habt, Anregungen oder auch Kritik natürlich, immer gerne genommen bei Twitter unter dem Hashtag HeiseShowXXL oder für die, die nicht ganz so viel tippen wollen, einfach HeiseShow. Wir versuchen da die ganze Zeit drauf zu achten und dann eventuell auch Fragen einzustreuen, wenn sich welche ergeben sollten. Sollen wir zum nächsten Punkt kommen eventuell, weil die Frage ist jetzt natürlich, Programmieren auf der Cebit ist eigentlich gar nicht mehr normalerweise, wenn ihr jetzt nicht mit der Developer World da irgendwie einen Punkt setzen würdet, habe ich das Gefühl, ist nicht mehr so das Wichtige, oder? Also ich meine, hier geht es um die fertigen Applikationen, hier geht es um Dienste, hier geht es um B2B-Lösungen. Kommt das Programmieren da nicht eigentlich ein bisschen kurz auf der Messe? Ja, auf jeden Fall. Ich würde sagen, über Jahre hinweg war Softwareentwicklung, also über die letzten Jahre hinweg, ist verbrannte Erde. Mhm. Das haben wir auch mitbekommen, indem wir, also man muss sich das so vorstellen, die Developer World ist eine Konferenzfläche einerseits, aber natürlich gibt es auch Aussteller. Wir haben ein schönes, nettes Café da, mit so günstigen Preisen kann man da essen und trinken. Diese Aussteller zu finden, zu identifizieren und die dann hierher auf die Developer World zu locken, das ist kein leichtes Unterfangen gewesen. Das heißt, Sie haben alle gesagt, auf der Cebit, was sollen wir dann noch? Genau, weil es gibt viele spezialisierte Konferenzen, da fühlen sich die meisten eher zu Hause. Andererseits muss man natürlich sagen, wir haben das, als wir vor 2 Jahren das erste Mal über eine Developer World gesprochen haben, also dieses Jahr ist ja die zweite Auflage, haben wir trotzdem so 30 bis 50 Unternehmen identifiziert, die Softwareentwicklung betreiben und hier verteilt über unterschiedlichste Hallen eben zu finden sind. Aus gutem Grund vielleicht auch, aber eigentlich macht es doch Sinn, die zu bündeln. Die Teilnehmer, es sind eine ganze Menge Entwickler auch unterwegs, wir haben ein volles Programm von Teilnehmern, ne? Die da hinzubringen und diese, für diese sozusagen so ein kleines Ökosystem, so eine Community auf der Cebit irgendwie zu schaffen. Ne? Von der inhaltlichen Seite würde ich sagen, gelingt uns das auch. Wir haben Vorträge, die sind so, da haben wir 80 Teilnehmer. Ne? Letztes Jahr bei den Peak-Zeiten, ich schätze mal, heute dann gehen die Zahlen auf jeden Fall auch noch hoch, hatten wir 150 Teilnehmer bei einem Vortrag. Das ist schon ziemlich gut. Was uns nicht so gelungen ist, ist da so eine Riesenausstellung drumherum zu bauen. Wir haben jetzt ungefähr 2 Hände voll Aussteller. Das ist fast doppelt so viel wie letztes Jahr. Es ist wirklich ein bisschen schwierig. Also ich habe vorhin, glaube ich, schon gesagt, verbrannte Erde ist Softwareentwicklung. Ja. Das heißt, weil das liegt aber auch daran, dass die Cebit kein Interesse mehr daran hat oder liegt es eher daran, dass es sowieso lauter spezialisierte Entwicklerkonferenzen gibt für, ich sag mal, jede Programmiersprache oder jede Anwendungsproblematik? Die Cebit hat explizit Interesse, dass da was mit für Softwareentwickler stattfindet. Die kam initial auch auf uns zu, muss man sagen. Okay. Ne? Aber es ist Konferenzen sind ein großes Geschäft. Wir partizipieren daran, auch mit spezialisierten Konferenzen. Und die Zielgruppen finden sich wahrscheinlich gebündelt eher auf einer spezialisierten Konferenz, muss man schon ehrlich sagen. Mhm. Hier ist so der, ich sag mal, Cebit steht immer auch für Business. Das sehe ich als Chance eigentlich. Ne? Wie bringen wir Softwareentwickler mit Business zusammen? Wie können sich Unternehmen
bestmöglich präsentieren. Mhm. Das ist schon da. Und natürlich, ich meine, wir haben immer über die ganzen Tage auch Teilnehmer, wo ich das Gefühl habe, ah ja, gut, für den CeBIT-Eintritt bekomme ich hier einen ganz guten Querflug über die Entwicklung. Das heißt, im Endeffekt, wenn ich das bei euch da absolviert habe, wenn ich mich in alle Vorträge sitze, dann sollte ich einen ganz guten Überblick darüber haben, was gerade en vogue ist. Das glaube ich auf jeden Fall. Programmieren lernst du da jetzt nicht. Nee, programmieren, das wäre es noch. Programmierworkshops auf der CeBIT, dann fühlt man sich wahrscheinlich wieder so wie 1988 oder sowas. Ja. Dann kann man Mikrocomputerprogrammierung, das wäre vielleicht mal lustig. Könnte auch was sein als Retro-Trend mal eben 4K-Hacking auf dem C64 oder irgendwie sowas in der Art. Apropos Retro, gestern hatten wir spontanerweise eine Session zu Lisp. Fand ich sehr witzig. Apropos Retro, sehr schön. Ja, ich meine, das ist die zweitälteste Sprache und einer unserer Referenten ist dann spontan eingesprungen und hat dann Lisp erklärt. Okay, der Ausgangspunkt war JavaScript, weil JavaScript relativ viel von Lisp sozusagen übernommen hat. Geschweifte Klammern und solche Geschichten. Lisp hat einfach Pech gehabt. Das erinnert mich jetzt zufällig irgendwie an Emacs. Kann das sein? Nein. Ist das nicht die Skriptsprache von Emacs gewesen? Ja, genau. Richtig. Oh je. Genau. Oh je. Oder was heißt gewesen? Emacs gibt es ja immer noch. Ich weiß nicht, in der CT arbeiten ja auch einige mit Emacs wahrscheinlich. Ja? Also mindestens einen kenne ich, der Harald Bürgeholz. Der hat da zumindest sehr lange dann festgehalten. Okay. Auch auf dem Mac. Also wir bei uns in der X-Redaktion arbeiten alle mit dem Emacs. Ernsthaft? Ja. Wir editieren mit Emacs. Ich habe da meine Diplom- und Doktorarbeit mitgeschrieben. Aber gut, das tut nicht zur Sache. Vielleicht an dieser Stelle. Apropos Programmiersprachen. Keine Entwicklung ohne Programmiersprachen. Lisp hast du jetzt schon erwähnt. Ja, Lisp ist natürlich ein bisschen in Vergessenheit geraten. Wenn auch viele Konzepte in Lisp durchaus eine Betrachtung wert sind, weil sie letztlich in anderen Programmiersprachen auch gegangen sind. Der Kollege Bürgeholz, den ich gerade schon erwähnt habe, der steht ja voll auf Haskell, muss ich zugeben. Okay. Ein Buch mit 7 Siegeln oder noch mehr für mich, ganz ehrlich. Das ist echt ein bisschen merkwürdig. Also ich kann mich da nicht mal reindenken. Wenn ihr mir da irgendwelche Sachen zeigt, dann frage ich mich mal, was ist denn jetzt los? Ja, das ist eine von den immer wieder genannten funktionalen Programmiersprachen. Und funktionale Programmierung ist schon auch ein Trend. Wahrscheinlich ist das funktional das Problem, das in meinen Kopf nicht passen mag. Aber lass uns generell mal vielleicht über Programmiersprachen sprechen. Das ist, ich finde das ganz interessant. Da gibt es ja immer völlig unterschiedliche Ansichten. Es gibt immer Verfechter. Jeder hat so seine Lieblingssprache. Da gibt es natürlich einmal, was weiß ich, bei den Webentwicklern gibt es Perl versus PHP natürlich. Dann gibt es natürlich immer die Frage, welcher C-Dialekt darf es denn sein? C-Sharp, C++, Objective-C, wie heißt jetzt das neue? Swift ist ja auch eigentlich immer noch da dran. Da gibt es ja unendlich viele Möglichkeiten und man kann sich total geil darüber streiten auch. Das passiert bei uns in Foren. Ne? Ich glaube nicht nur da. Ich glaube, über Programmiersprachen kann man sich immer und überall streiten. Ich glaube, jeden, den wir hier fragen würden, welches seine Lieblingssprache ist, da gibt es wahrscheinlich ziemlich viele unterschiedliche Ansätze, auch weil sie völlig unterschiedlich spezialisiert sind natürlich. Ja, das hat natürlich religiöse Züge. Also das ist so, wie früher man über Editoren religiös gestritten hat, so ist das immer noch auch in dem Bereich der Software. Ich sage nur, VI ist es. Statt was soll ich jetzt denn sagen? Nein. Wo wir Emacs nutzen. Genau. Ja. Nein, das ist, denke ich, ganz klar. Also ich meine, bei der Webentwicklung, mit der halt ja heute sehr viele auch anfangen teilweise, ist es, denke ich, auch ganz klar. Es hängt dann immer wahrscheinlich ein bisschen davon ab, in welchem, weiß nicht, für welches CMS ich gerade Sachen mache zum Beispiel oder Erweiterungen versuche zu programmieren, dann hänge ich nun mal notgedrungen, entweder bei PHP irgendwo oder ich hänge bei Perl oder ich versuche mich nur mit CSS und JavaScript erstmal auf der Frontend-Seite zu beschäftigen. Ja, ich sag mal, die Aufgaben selbst geben natürlich eine Richtung vor. Entwickle ich hardware-nah, dann bin ich halt bei C oder C++, ne? Oder Fortran, sag ich mal, wenn es dann noch Richtung HBC geht. Danke, das erinnert mich auch an mein Studium, das muss gar nicht sein. Aber man kann super mit imaginären Zahlen arbeiten, daran kann ich mich erinnern. Ja. Also muss man sich nicht groß drum kümmern, aber Fortran geht gar nicht. Sollen wir mal gucken, ob wir Fortran finden in einem der Indizes, können wir gleich mal gucken. Ich habe hier mal den Tiobe-Index aufgerufen, weil jeder hat ja vielleicht seine Lieblingsprogrammiersprache. Soll ich mal fragen, hat hier jemand eine Lieblingsprogrammiersprache? Programmiert ihr? Was denn? Ruby, Java. Okay. Ja. Und hier? Also Rails. Welche Programmiersprache favorisiert ihr? C. C, okay. Okay, ganz, ganz einfach. Was mit D? Schon mal von gehört? Okay.
Manche glauben dann ja immer, es ist ein April-Scherz, aber ist es gar nicht. Ja, E gibt es noch nicht, oder? C, D, E gibt es noch nicht, oder? E gibt es, glaube ich, nicht. Gibt es F? Keine. Vielleicht. Ja, F-Scharf. Ja, genau. Ja. Mal gucken, finden, ob wir das hier überhaupt finden. Wovon haben wir gerade gesprochen? Wir hatten von Fortran gesprochen. Von Fortran, also im Tiobe-Index ist es nicht in Top 20 zu finden. Im Tiobe-Index bei den Top 20 nicht mehr. Okay, aber vielleicht erstmal kurz darüber sprechen, was sind denn diese Indizes überhaupt? Also gerade Tiobe gibt es, das ist einer der Indizes, die immer sagen, in diesem Falle halt monatlich, das ist die Top-Programmiersprache, wobei man immer sich fragen muss, was meinen Sie jetzt mit Top? Und wie ermitteln Sie überhaupt die Daten? Also nach dem, was hier steht, ist es Java, wo viele wahrscheinlich schreiend weglaufen würden. Oh. Java wird auch, glaube ich, beim Studium immer noch sehr häufig als Grundlage genutzt. Tatsächlich ist es so, da haben wir vor einigen Jahren mal eine Studie gemacht bei der EX. Da haben wir deutsche Universitäten gefragt, welche Sprache sie als Lehrsprache verwenden. Und da taucht eben Java auf an erster Stelle. Interessanterweise gab es vor anderthalb Jahren mal einen Bericht darüber. In Amerika hat es einen Wandel gegeben. Da geht man von Java jetzt wieder weg und geht Richtung Python. Python gilt als relativ einfach zu erlernen. Okay, Java ist jetzt vielleicht auch nicht so schwer, ne? Aber also ich fand Java ziemlich gruselig, muss ich zugeben. Aber ja, aber du kommst nicht mehr drum herum. Ne? Also die großen Unternehmen setzen alle darauf. Wer was mit Android muss sich damit auch auseinandersetzen. Android, ne? Genau, ja. Du hast halt auch keine Probleme, Leute zu bekommen, ne? Weil jeder es mal zumindest im Studium gemacht hat. Die Literaturlage ist gut, es gibt Magazine zu dem Thema, Konferenzen en masse. Allein in Deutschland haben wir zusammengerechnet 3-4 Konferenzen, die in dem Java-Umfeld, größere Konferenzen, nicht die ganzen User-Group-Treffen und sowas. Also die großen zusammengerechnet, da kommen wir auf 4.500 Teilnehmer, die sozusagen diese großen Konferenzen besuchen. Ne? Also letzte Woche war ich auf einer Java-Land-Konferenz, da sind wir involviert. Da hatten wir 1200 Teilnehmer. Das ist schon echt gut. Okay, das heißt, da ist noch einiges und an Interesse es ist natürlich, da. Man muss auch sagen, Java ist jetzt mittlerweile über 20 Jahre alt. Das ist arriviert, das ist relativ stabil. Die Änderungen sind nicht mehr so sprunghaft. Ja klar, mit Java 8 haben wir... Nur die Patches sind sprunghaft, die man immer wieder... Die News habe ich geschrieben am Wochenende. klar gibt es immer auch Sicherheitsprobleme, aber de facto ist es eigentlich schon... Das ist schon ziemlich das ist eine Sache, auf die man setzen kann. Unternehmen brauchen Sicherheit und da ist halt die Wahl von der Programmierplattform ist schon eine ziemlich wichtige Sache. Wobei man auch sagen muss, vielleicht können wir auch nochmal auf den Tiobe-Index gucken. Der ist hier gerade weggeblendet worden, damit die anderen es auch sehen können. Genau. Also man sieht schon, im Vormonat war es halt anders. C und Java, die liefern sich da doch immer noch einen harten Schlagabtausch. Also der Index ist ja selbst so ein bisschen kritisch zu bewerten. Das kriegen wir auch in den Foren immer mit. Also weil die Zahlen, die sie da zusammenbekommen, die kommen eben über Suchmaschinen, die sie, das sind glaube ich 15 oder 25, die sie da erwähnen. Da muss man einfach nur Programmiersprache plus eben den Namen Java eingeben und dementsprechend kommt das bei raus. Und dass jetzt Java hier mit derzeit 6% Vorsprung an erster Stelle ist so ein bisschen, und vor einem Jahr war C noch an erster Stelle, es ist so ein bisschen verwunderlich, weil im Java-Umfeld tut sich eigentlich, da ist jetzt noch kein neues Release gekommen. Man fragt sich, warum jetzt ausgerechnet von einem auf den anderen Monat plötzlich so ein großer Netto-Change da ist. Ne? Das bezieht sich nicht von einem auf den Monat, das bezieht sich immer jahrgangsweise. Du hast ja März 2016, März 2015. Achso, Entschuldigung, ja, das ist der Vergleich, das ist der Jahresvergleich. Das heißt, im Jahr 5%, aber selbst das ist ziemlich viel. Und das ist für eine Sache. 5% Wachstum? Ich würde es verstehen, wenn es nächstes Jahr so wäre, weil nächstes Jahr haben wir mit Java 9 und Java EE 8 zwei neue größere Releases. Aber jetzt ist komisch und da ist natürlich immer ein bisschen der Verdacht, den greifen natürlich alle Medien auf. Den greifen nicht nur wir auf, wir wollen es eigentlich gar nicht so, aber irgendwie ist immer wieder mal eine gute Story dabei. Naja klar, man muss halt irgendwie trotzdem drüber, das ist aber auch immer, selbst wenn wir sagen, eigentlich finden wir diesen Index nicht so sinnvoll, es ist ja trotzdem immer noch mal ein Grund, drüber zu sprechen. Also damit die Programmiersprache erwähnt wird, wir haben ja eben davon gesprochen, es spricht keiner mehr drüber. Also dann hat man mal einen Grund, drüber zu sprechen und kann sich fragen, warum? Was? De facto. Warum sollte sich das irgendwie so entwickeln? De facto macht es schon Sinn, den auch mal anzuschauen, vor allem denn, wenn man den sich über mehrere Jahre verfolgt.
weil dann sind ja schon Tendenzen abzuleiten. Mhm. Und wenn man dann auch andere Indizes heranzieht, wie den, der zweimal im Jahr erscheint von Redmonk, der teilweise zu ähnlichen Ergebnissen bekommt, dann wieder auch nicht, da kann man schon ableiten, wobei, wo ist dann ein Trend, wo ist eine Entwicklung. Ich habe das hier, warum sieht man, also es ist eigentlich markiert, normalerweise sollte man es besser sehen. Da finde ich solche Entwicklungen dann schon verblüffend. Also ich meine, mit JavaScript machen natürlich, also ich glaube, unendlich viele Leute inzwischen was, klar. Notgedrungen. Und das fällt gegenüber VisualBasic.net ausgerechnet. Also das finde ich jetzt, allein da scheint mir die Datenbasis schon etwas strange zu sein. Ja, finde ich absolut. Auch bei Redmonk ist JavaScript mit Java an erster Stelle. Genau, ich kann mal auf Redmonk. Also das ist so, das ist ein, wo hier, ich mich hier, schon, die, da ist übrigens Ford dran. Da ist Boba Ford dran, habe ich jetzt weggeschoben. Nee, du bist noch drin. Ich bin okay. Noch drin. Also, auf also jetzt kriegst du mal, ja. Ich muss mal also, hier. So, da sieht man jetzt gleich hoffentlich die rechte obere Ecke. Oder ich mache das Bild wieder kleiner. Also de facto, das ist natürlich schon auffällig. Und ich warte eigentlich schon seit langem darauf, dass JavaScript beim Tiobe-Index ganz vorne ist. Gut, man kann ein bisschen auch darüber spekulieren, aber es ist echt nur Spekulation, warum das so ist. Vielleicht ist es erstmal so, dass Stellenausschreibungen JavaScript-Entwickler weniger als Java-Entwickler. Viele müssen sich jetzt mit JavaScript auseinandersetzen, die ganze Zeit Java gemacht haben, weil sozusagen auf der Oberflächenseite, Client-Seite, also Browser-Seite eben plötzlich heißt irgendwie on top of Java, on top of .NET muss halt mit JavaScript irgendwas gemacht werden. Ja, klar. Die Unterstützung ist ja gegeben von den Tools. Ja, also sprich, wir suchen JavaScript-Entwickler, wird es weniger geben als Java-Entwickler. Darüber hinaus der ganze Schulungsbereich. Das geht auch ein bisschen Hand in Hand. Also so viele JavaScript-Schulungen gibt es eben nicht wie Java-Schulung oder .NET-Schulung oder C++. Nee, das stimmt. Da gibt es, glaube ich, die findet man vermutlich aber nicht darunter. Sondern wenn es generell ums Thema Webentwicklung geht, glaube ich, kommt man an JavaScript nicht vorbei. Aber ich glaube, es wird nie als separates Thema sozusagen wahrscheinlich gesehen, sondern das gehört so zum Grundhandwerkszeug, das ich brauche. Ne? Das heißt, okay, du bist Frontend-Entwickler, du musst JavaScript, du musst CSS, du musst das und jenes beherrschen. Ja. Oder du bist Java-Entwickler, dann bist du aber auch eigentlich in einer etwas anderen Kategorie typischerweise unterwegs. Dann bist du ja mehr auf der, das ändert sich ein bisschen, ne? Aber auf der Applikationsseite, auf der Webservice-Seite und so weiter. Aber im Prinzip, wenn man sich das heute anguckt, diese ganzen, ich sag mal, Web-Apps und sowas, ne? Das ist ja alles JavaScript, CSS, asynchron, die ganzen Sachen dahinter. Also da wird ja Java nicht unbedingt eingesetzt. Nein, das ist ja eigentlich nicht mehr das. Das macht man ja heutzutage über Da sind natürlich auch einige Sachen bei Java schiefgelaufen. Die Sachen, die sie da ins Feld gebracht haben, versucht haben, ich sag mal, Java FX oder sowas, da hat es so viele Anläufe gegeben, dass man da vielleicht auch nicht so unbedingt bei einer Neuentwicklung drauf ansetzt. Da geht man eher sozusagen in die modernen JavaScript-Bibliotheken, die man eben on top machen kann oder was auch immer eben, ne? Wenn wir jetzt bei diesem Redmonk bei dem Index sind, von Microsoft. Der kriegt seine Datenbasis von GitHub, richtig? Der hat zwei verschiedene Geschichten. Einmal GitHub, also sprich, die suchen, wie viele Projekte JavaScript oder Java oder PHP eben zuzurechnen sind. Das heißt, es geht hier um Open-Source-Software. Die Sachen, die bei GitHub so einfach so zu finden sind, sind Open Source. Mhm. Aber auch da gibt es ja offenbar eine unglaubliche Menge an Programmiersprachen, wo ich das Gefühl habe, gut, Mathematica, ja, ist natürlich auch. Also es gibt da auch Dinge, da ist man manchmal ein bisschen erstaunt. Also ich persönlich kenne jetzt Gozu, Parrot und Slash nicht. Hat das schon mal jemand gehört? Ich also auch nicht. Als Programmiersprache. Elixir klingt nett. Haben Potenzial, absolut. Ja. Sind Sprachen, und die gerade sehr... Also es gibt echt schon, gut, selbst Smalltalk, das ist so wirklich objektorientierte Programmierung von wann? Mitte der 90er. Ja, ne? Also das ist jetzt Pascal, klar, das kennt man vielleicht sogar noch irgendwie. Verilog. Ganz interessant, ist halt für FPGA-Programmierung, ne? Also da braucht man das halt. Also hier heißt ja Konfiguration, habe ich gelernt. Man programmiert kein FPGA, man konfiguriert ihn, ist aber im Prinzip genau dasselbe, nur dass die Hardware was anderes macht im Hintergrund. Naja, und halt, achso, ich wollte gerade hier schieben, schön wäre es. Ja, ne? So toll ist die Technik noch nicht. Ich muss eigentlich noch ergänzen, also es ist nicht nur GitHub, es sind auch Foren-Postings bei Stack Overflow, also diese relativ bekannten Forum. Aber auch da ist es halt natürlich vornehmlich die Open-Source-Community, die sich da umtut, aber das finde ich durchaus ein
Je nach, also ich meine, klar, wenn man den Hintergrund weiß, ist es natürlich durchaus schon ein sehr relevanter oder ein sehr relevanter Index durchaus, weil man da auch dann sehen kann, aha, die Open Source Community, was programmieren die eigentlich, wenn ich zum Beispiel überlege, dass ich irgendwas bauen will, ja, wo ich vielleicht andocken möchte an diverse Projekte. Ja, ja, ich sag also mal, das Gros der Softwareentwicklung ist tendenziell ja heutzutage Open Source. Also wir haben nicht mehr die Situation noch wie vor 10 Jahren, wo man halt Aufklärungsarbeit für Open Source machen sollte. Ein Großteil läuft halt über Open Source. Das ist geprüft, das ist etabliert. Da ist kein Vendor-Login, wie es so schön heißt, drin. Das ist schon, also gerade Sprachen, die neu aufploppen, sind alle per se erstmal Open Source. Und die anderen, die eben verbreitet sind und nicht im klassischen Sinne Open Source sind, die sind halt standardisiert, wie C++. Ne? Da ja, gibt es halt dann ISO-Standards und das. Also da kann man sich auf der Ebene eben schon auch so ein bisschen darauf verlassen, dass das eine souveräne Geschichte ist, die man da setzt. Mhm. Es geht um, warum sollte ich auf irgendeine Programmiersprache setzen oder was gibt mir die Sicherheit dafür, dass das in 5 Jahren noch weiterentwickelt wird, ne? Und, oder Relevanz, ja, hat. Ne? So, wir können hier nochmal einfach das Ranking, ne? Kann man hier nochmal sehen. Also sieht man jetzt, JavaScript ist da ganz oben. Das ist natürlich eben, ja, Open Source. Schnell mal irgendwas auch auf GitHub hochgestellt. Ne? Genau. Da gibt es halt wahnsinnig viele Projekte. Java an zweiter Stelle. Ich glaube, ja. Aber interessanterweise, ne, vor allem wenn man jetzt bedenkt, dass ganz, ganz viele Open Source Projekte dahinter stehen, ist C nur auf Rang 9 bei denen. Das finde ich verblüffend, was da vor allem sich alles so davor rumtreibt. Da kann man dann ungefähr ahnen, ne? JavaScript, Java, Python, PHP, dass halt viele Projekte heutzutage halt Webtechniken nutzen, ja, und darauf aufsetzen. Und dann ist sogar C#, ja, klar, vor den anderen. Das heißt, okay, es gibt also doch noch Leute, die vermutlich auch für Windows programmieren. Ein paar solche Dinge. Ja, also ich sag, worauf ich eigentlich vorhin raus wollte, ist einfach, die mal in Folge sich anzuschauen, das kann man dann auch bei uns in den News lesen natürlich, das versuchen wir auch immer ein bisschen aufzubereiten. Da gibt es schon auch Ableitungen und kann sagen, in die Richtung geht es eben. Gibt so gewisse Geschichten, Scala ist eine spannende Geschichte, ist jetzt ungefähr ein bisschen mehr als 10 Jahre alt, funktioniert natürlich unheimlich gut, weil Sun damals beschlossen hat, die JVM zu öffnen. Ja. Also nicht mehr nur wir Programmiersprache Java, nein, wir haben eine JVM unten drunter, also Java als Plattform, und da docken eben andere Sprachen wie Scala, Clojure, Groovy, die tauchen ja alle hier auf in den Top 20. Und das ist schon gut, in den Top 20 zu sein bei über 1000 Programmiersprachen, die es wahrscheinlich weltweit gibt. Ne? Ja, auf jeden Fall. Also das Fall ist schon okay. Haskell, ne, kommt sogar auch vor, Platz 15. Ja. Gibt doch mehr Leute als Harald Bögeholz, die das benutzen. Nee, ja, ist so ein bisschen stiefmütterlich halt so behandelt eine, irgendwie. Aber so eine Lehrsprache teilweise, ja, auch. Ja, ist, ne, auf jeden Fall eine Lehrsprache. Es wird bestimmt auch gewisse Anwendungsszenarien geben, wo das eingesetzt wird. Man weiß es halt oft nicht. Muss ich ehrlich sagen, ich wüsste jetzt auch nicht unbedingt, wo Haskell eingesetzt wird. Wenn es da ein neues Sprachrelease gibt, dann sprechen wir darüber. Wird halt gerne als eine der frühen funktionalen Programmiersprachen ins Spiel gebracht. Mhm. Und funktional habe ich ja gedacht, Scala hat, Clojure ist funktional, wir haben Scala ist auch funktional, andere Programmiersprachen wie Java nehmen funktionale Komponenten mit rein, also im letzten Release mit Lambda-Funktionen. Also da, von daher hat es auch so eine gewisse Berechtigung. Also ich stoße selten halt darauf, dass ich irgendwo was gehört habe, wir nutzen Haskell. Einfach mal mit Harald sprechen. Ja. Der schwärmt einem davon vor, da bin ich ganz sicher. Okay. Jetzt natürlich die Frage echt, vor allem wenn man sich diese Fragmentierung ansieht, ist das hilfreich, weil ich für jede Anwendung sozusagen heute die passende Programmiersprache habe, oder ist es eigentlich eher erschreckend, weil ich im Prinzip eigentlich sinnvollerweise überlegen muss, welche Programmiersprache lerne ich denn, um was Bestimmtes damit zu tun? Früher war das einfach. Ich meine, da gab es Basic und dann gab es irgendwie C und dann gab es noch Fortran und dann hatte jeder so seins. Ja. Und ja, ich sag mal so, ich mach's mal jetzt an neuen Programmiersprachen fest. Warum gibt es sowas wie Swift, wo es schon Objective-C gibt? Genau, das ist zum Beispiel ein sehr schönes Beispiel. Gibt's Objective-C ja, ist halt bei iOS und bei Mac OS X, also OS X ist es halt gesetzt, also im Apple-Kontext. Ist 30 Jahre alt mittlerweile.
all diejenigen, die damals 2018 in die App-Programmierung gegangen sind, die haben erstmal geflucht. Mhm. Weil Objective-C irgendwie keine elegante Sprache für all die gewesen ist, die sich vorher mit Java oder C-Sharp auseinandergesetzt haben. Wo die halt deutlich moderner irgendwo daherkommen. Ja. Bei Apple haben die das auch schon gesehen, weil die haben ja, bevor jetzt dieser Swift-Release vor knapp 2 Jahren rauskam, haben die ja schon 4-5 Jahre im Hinterstübchen daran gearbeitet, ne? Mhm. Und haben halt auch ganz bewusst geguckt, wenn wir jetzt sozusagen einen Objective-C-Nachfolger herausbringen, was können wir uns denn da abgucken bei anderen Programmiersprachen? Zum Beispiel bei Groovy haben die Sachen geholt, ne? Java haben sie Sachen geholt, C-Sharp glaube ich auch. Da geht es dann schon darum, zu gucken, hey, wir haben hier eine Community, die muss Apps entwickeln für unsere verschiedenen Betriebssysteme. Wie können wir es denn einfacher machen? Ne? Anderes Beispiel, Go. Viele sind der Meinung, C ist nicht so doll. Gut, dann ist irgendwann mal C++ gekommen, aber jetzt gerade so im Bereich der Systemprogrammierung ist halt C doch nur noch gesetzt und dann hat halt Google, nicht nur Google, auch andere Programmiersprachen, die eben schon genannt, die Sprache Julia zum Beispiel oder von Mozilla, der Rust, die sind explizit irgendwo, stehen die da auch so ein bisschen als C-Herausforderer und werden eben daraufhin neu aufgesetzt, neu entwickelt und ihnen wird auch Potenzial durchgesprochen. Also ich sag mal so, bei Rust ist es schön zu sehen, dass der Firefox, da wird immer mehr sozusagen unter der Haube ist jetzt in Rust geschrieben. Das bekommt halt nicht jeder mit, aber ist so, ne? Und bei Google, Go, ich meine, das nutzen die natürlich in vielen ihrer Cloud-Anwendungen. Mhm. Ja, na klar, also, die basteln sich quasi ihre eigene Sprache und sagen sich irgendwann, okay, jetzt geben wir es auch mal frei, dann können die Leute halt damit auch experimentieren, was machen. Ja, und die werden ja auch angenommen, muss man sagen. Es ist gleich nicht in dem großen Stile, wie man das jetzt bei den arrivierten, schon seit Jahren laufenden Programmiersprachen so sieht, aber die gehen nicht unter, würde ich mal ganz sagen. Also klar, gibt es dann halt Überlegungen sozusagen, das vielleicht von Google zu entkoppeln. Also Open Source ist jetzt erstmal Einrichtung, aber ich glaube auch Go gibt es mittlerweile, ist so standardmäßig ISO und aufgehängt. Mhm. Damit will man natürlich auch andere Leute ins Boot holen, ne? Und nicht sozusagen, wir machen hier unser Google-Stüppchen und manche mögen ja Google nicht und dann machen wollen sie da ist halt sowas schon, ist sicherlich immer wichtig, dass man irgendeine Form der Standardisierung hat, damit man überhaupt Leute ziehen kann und zumindest ihnen den Gedanken einpflanzen kann, dass es eine Chance gibt, dass diese Programmiersprache vielleicht auch von anderen weiterentwickelt wird, unabhängig von der Firma. Ja, das ist, glaube ich, in ganz vielen Fällen wesentlich, damit es überhaupt so ein Uptake gibt an der Stelle, dass die Leute damit anfangen, was zu machen. Und da tut es ja einfach echt viel, also auch im JavaScript-Umfeld. Ich meine, JavaScript, das war das hässliche Endline, ne? Damit konnte man hübsche Webseiten machen. Ja, ja, früher. Klar, aber Programmieren ist nicht so doll damit anscheinend, oder? Ne? So hört man, ne? Ach, stimmt. De facto, aber gibt es da eben auch mit Entwicklungen in Standards, ECMAScript 2015 ist ja so doch auch ein kleiner Meilenstein in dem Umfeld gewesen, mit den Änderungen, die sie da gebracht haben und auch den regelmäßigen Releases, die da jetzt kommen, mit kleinen Änderungen, aber wichtigen Änderungen, da geht man da ziemlich vernünftige Wege. Da kommt natürlich noch hinzu, dass jetzt da gewisse Frameworks wie Node.js, was sozusagen JavaScript ja auf den Server sogar bringt, für einen deutlichen Aufschwung, JavaScript goes Enterprise, sag ich mal. Ne? Ja. Da tut sich eine ganze Menge und die Bibliotheken wie Angular.js, jQuery ist schon ein bisschen älter, aber auch, das ist halt gesetzt. Und die sind stabil und die sind, mit denen kann man wirklich gute Sachen machen. Mhm. Da sieht man schon Veränderungen und auch in die richtige Richtung. Oder was, ich wollte noch einen ins Spiel bringen. Ah, ich hab's vergessen. Ja. Macht nichts. Ja. Gibt so viele Programmiersprachen, mehr als man sich eigentlich vorstellen kann. Also ich kenne davon ungefähr vom Namen her, wenn es hochkommt, die Hälfte, würde ich sagen. Wenn man sich nicht damit ständig auseinandersetzt. Ja, ich sag mal so, das wird unseren Zuhörern ja nicht anders gehen, selbst wenn sie sozusagen mit vielen Programmiersprachen zu tun haben. De facto macht das natürlich Sinn und das liest man immer, das hört man immer, sich regelmäßig mal auch andere Programmiersprachen anzuschauen. Und da kann man viel lernen für die eigene Arbeit. Also, gibt so jedes Jahr eine Programmiersprache. Ne? Das haben so bekannte
Autoren irgendwie mal formuliert. Bei euch im Blog? Nein. Nehmen wir uns nicht im Blog, nee, aber die können das auch. Aber grundsätzlich, wo würdest du einen Ansatzpunkt sehen? Wo kann man, angenommen, ich würde genau diesen Ansatz folgen, sagen so, okay, jetzt nehme ich mir vor als Entwickler, damit ich auf dem Stand bleibe, ich gucke mir jedes Jahr eine neue Programmiersprache an. Wo werde ich denn da gut, wo werde ich denn informiert? Muss ich dazu Heise Developer kommen? Gibt es auch noch andere Quellen? Oder wie würdest du sagen, wie sollte man überhaupt ansetzen? Also ich meine, welche soll ich denn nehmen? Gucke ich in den Redmond Index, denke ich so, okay, ich gucke mal, welche kann ich schon alle und gehe dann immer weiter nach unten, da gibt das Sinn. Das ist durchaus legitim, mal da zu schauen, wie sind die denn da gewertet? Wie sind die denn gerankt? Und vor allem, wie werden sie bewertet? Ne? Also wenn die bei Redmond sagen, ja, okay, wir haben hier Elixir, das ist relativ weit hinten, aber das hat Potenzial, dann hat es seinen Grund. Und dann guckt man, ja, Blogs, was schreiben die Entwickler, wie ist die Entwicklung, wie schnell ist die Entwicklung, hört man vielleicht von irgendwelchen Anwendungen, das sind ja alles so Indikatoren dafür, mal reinzugucken. Ne? Wofür stehen sie? Also Elixir zum Beispiel wird immer im Kontext des Internet der Dinge genannt. Okay, ja, ganz wichtig. Ne? Komm, also ich meine, zumindest scheint es so, das ist ein Thema auf der CeBIT, durchaus auch sehr oft. Da stürzen sich auch alle drauf. Genau. Ich glaube auch, das ist so ein bisschen so, oh, IoT, jetzt können wir wieder was machen und jeder kann irgendwelchen Kleinkram rausbringen. Ich bin mal sehr gespannt. Ja, sprechen heute übrigens auch nochmal drüber mit dem Kollegen Juran über das Thema Smart Home und Internet of Things und wo grenzt sich es eigentlich ab? Ja, wir kommen nicht mehr drum herum. Wir können uns wehren, wie wir wollen. Wir werden an dem Thema nicht vorbeikommen und das heißt natürlich auch für Unternehmen zu gucken, wo mag Internet der Dinge für uns einmal hilfreich sein als Anwender oder eben, was für Geschäftsmodelle ergeben sich daraus eben. Ne? Ganz viele Cloud-basierte, ich bin mir ganz sicher. Ja. Aber Internet der Dinge ist nicht nur Cloud-basiert. Nein, natürlich nicht, aber das ist im Moment das, was die meisten damit irgendwie verknüpfen. Ja, aber da kann man das meiste Geld mehr machen. Damit kann man das meiste Geld machen und vor allem die meisten User-Daten abziehen. Aber das ist ein ganz anderes Thema. Das heißt, haben wir noch was hinzuzufügen? Brauchen wir noch was? Haben wir was vergessen? Da lässt sich natürlich viel erzählen. Ne? Also schönes Beispiel noch ganz kurz, das möchte ich auch ganz gerne auch sagen. Also warum ist Python zum Beispiel sukzessive interessanter geworden? Also einmal lässt sich es leicht erlernen. Und dann gibt es halt gerade zum Beispiel im Bereich Big Data, Data Science oder sowas, gibt es halt auch die dementsprechenden Bibliotheken, die mathematischen Bibliotheken, die einfach dann helfen mit Python, da diese entsprechenden Anwendungen, die man dafür braucht, eben zu entwickeln. Das ist schon, man sieht dann tatsächlich so, also man hat diese Anwendungsszenarien und dann schaut man eben, wie gut ist denn die Sprachunterstützung dafür. Ne? Also klar, wir können von General Purpose Languages sprechen, die überall einsetzbar sind, also C-Sharp, C++, Java. De facto mit Java ME wird heute keiner mehr oder wird keiner mehr Apps entwickeln, dafür gibt es halt Android. Ne? Und das ist natürlich ein anderes Java eigentlich. Ja, ne? Auch wenn die jetzt natürlich Richtung dem Java 8 gehen auch werden, ne, mit dem nächsten Android. Also, was ist denn Gesetz in meiner Branche? Dann guckt man, sollte man auch sinnvollerweise da gucken, einfach, weil die Sachen bewährt sind, die sind getestet, da ist eine Safety in gewissen Bereichen auch relativ relevant und warum soll man da noch irgendwas experimentieren? Wir reden zwar immer noch von einer relativ jungen Disziplin der Softwareentwicklung, also im Vergleich zur Architektur, aber wir befinden uns jetzt doch auch schon mittlerweile, sagen wir mal, als Universitätsdisziplin zumindest sind es ja schon über 40 Jahre jetzt. Ne? Also einen gewissen Status quo haben wir einfach erreicht, auf dem wir echt gut arbeiten können. Und Sachen, die vor 10 Jahren gewesen sind, die sind natürlich auch in 10 Jahren noch relevant. Wenn die heute noch relevant sind. Ich wollte sagen, es gibt bestimmt ganz viele Sachen, die damals relevant sind, die heute keinen mehr interessieren, aber es gibt ein paar Dinge, die überdauert haben, die wahrscheinlich auch in 10 Jahren noch relevant sein werden. Mit Sicherheit. Die Kerne davon. Ja, klar. Auf jeden Fall. Also jetzt ist sowieso gerade eine sehr, sehr spannende Zeit in der Softwareentwicklung, weil im Moment ist, oder ich sag mal so, ich fange nochmal jetzt gerade so 10 Jahre, was war denn da interessant? Also da war der große Boom von Java, war tendenziell rum, das war gesetzt. Mhm. Gecrashed hat es auch schon wirtschaftlich. Ne? Damals kam Multicores halt auf die Welt, wie geht man damit um? Da ist es aber auch tendenziell einfacher geworden. Also da gibt es auch viele Abstraktionen eben
wie man mit Multicore, mit der Schwierigkeit von Multicore-Programmierung umgehen kann. Dann kamen die Apps, ja, gut, das hat uns auch alle berührt und alle irgendwie beeinflusst. Ja. Aber ansonsten war es eigentlich recht lang. Okay, das ist vielleicht schon viel für einen oder anderen, aber eigentlich ist es langweilig gewesen. Und im Moment gibt es echt spannende Entwicklungen. Die Cloud setzt sich endlich durch, also für Cloud-Programm, Plattform as a Service zum Beispiel. Agiles gesetzt mittlerweile. Wir haben solche Trends wie Continuous Delivery, DevOps und mit einem sehr cool, guten Toolset darunter. Internet der Dinge ist spannend. Da tut sich auch eine ganze Menge. Da muss natürlich auch noch viel konsolidiert werden. Da gibt es ja, ach, wie viele Protokolle irgendwie, die alle ihre Berechtigung haben, weil sie sehr aus der Domäne herauskommen. Aber also ich meine, das ist eine spannende Zeit, wo sehr, sehr viel zu. Wir sind drei Leute bei Heise Developer, wir kommen eigentlich nicht mehr nach. Nee, bei über 1000 Programmiersprachen ist das ja auch schwierig, da hinterher zu kommen. Man muss halt das Relevante irgendwie finden dabei. Ne? Ja, klar. Also ich meine, es ist ein bisschen Eigenwerbung, also Werbung eigener Sache. Wir machen Konferenzen seit 4 Jahren und mittlerweile sind wir bei, oder Ende des Jahres werden wir wahrscheinlich 10 Konferenzen im Petto haben, die alle ihre Berechtigung haben, weil es da echt in den einzelnen Bereichen abgeht. Ja, gut. Ich meine, das ist ja schön, dass es Leute gibt, die solche Konferenzen dann auch machen. Und ja, das ist ein Geschäftsmodell, ne? Aber das Problem ist, Fortbildung ist halt wichtig und geht halt um die, also mir steht auch die Fortbildung natürlich im Vordergrund, also dass die Leute die Möglichkeit haben, da einen Anlaufpunkt zu kriegen und manchmal ist es halt doch nicht so. Viele sagen, ja, brauche ich doch gar nicht mehr hin, ich gehe im Internet, ich google mir das zusammen, da finde ich schon was, aber so eine Konferenz bringt mir auch noch Kontakte, ich kann mit anderen mich austauschen. Das ist das eigentlich wertvoll. Die vielleicht mir näher sind als jetzt irgendjemand, keine Ahnung, den ich im Internet halt in einem Forum treffe, mit dem ich nur asynchron irgendwie mich kommunizieren kann. Also da sind natürlich deutliche Vorteile und vielleicht sind ja auch Geschäftsideen und Partner in der Nähe. Ja, das ist natürlich auch noch ein Vorteil. Das ist das eigentlich Wertvolle, weil tatsächlich ist es ja so, dass wir viele Informationen im Internet finden, vielleicht nicht so gut aufbereitet. Das ist ja die Berechtigung für uns Redaktionen, sozusagen das nochmal angemessen irgendwie aufzubereiten oder dann eben jemand, der vorträgt und ein Thema gut auf den Punkt bringt. Aber dieses Austauschen, dieses Kommunizieren, die eigentliche Entwicklungsumgebung mal zu verlassen, das ist das eigentlich Wertvolle. Und da muss man natürlich auch sagen, muss man nur gucken, wer auf unseren Konferenzen ist. Die Leute auf der Developer World, wie die aussehen. Wir haben es ja nicht mehr unbedingt mit den Nerds im Hinterstübchen zu tun, die vor sich hin programmiert haben und oder in der Summe nicht mehr, die da Schwierigkeiten haben zu kommunizieren. Das sind aufgeschlossene Menschen, die sind nahbar, die gehen auf Leute zu. Community Drive ist riesig, es gibt ja wahnsinnig vieles, User Group Treffen, Meetups, was auch immer. Sendungsbedürfnis ist vorhanden. Das ist schon toll. Ne? Also heute zu sagen, ich bin Softwareentwickler, ist kein Stigma mehr. Ne? Ansichtssache. Also klar. Aber nein, in der Tat. Also da sind viele coole Entwicklungen gekommen. Gerade so Sachen wie die ganzen Desktop-Anwendungen, mobil ist ja, sieht man sehr wunderbar. Was ist möglich? Was treibt einfach die Gesellschaft? Und das ist Software. Wobei wir reden über Softwareentwicklung, die ist überall hier irgendwo unter der Haube. Naja, klar. Auf der CeBIT. Und wenn eine Drohne fliegt, ist da auch Software drin. Und das finden wir alle cool, finden wir alle super. Aber es hat halt irgendwann mal jemand geschrieben, den ganzen Kram. Klar. Ne? Und es ist echt wichtig. Und ich weiß nicht, wie wir da Zeit sind, aber das wäre jetzt so das Schlusswort, was ich hätte. Ja, das ist schön. Ich wollte dich nicht mehr fragen. Also de facto ist das, was der Marc Andreessen gesagt hat. Der ist ja schon ein bisschen abgetroschen und es haben schon ziemlich viele gesagt, wer Software is eating the world. Also Marc Andreessen ist ja derjenige, der den Netscape-Browser entwickelt hat, ne? Und jetzt ein großer Investor und so. Der hat das vor 2-3 Jahren, im Wall Street Journal, auch mit einem sehr guten Artikel auf den Punkt gebracht, Software is eating the world. Und es ist nichts mehr ohne Software möglich. Und dafür sind halt die Entwickler die entscheidenden Leute. Die treiben das. Die bestimmen unseren Alltag. So, letzte Frage. Welche Programmiersprache willst du jetzt das nächste Jahr lernen?
Hast du selber vorgegeben? Ich habe keine Zeit. Ich habe keine Zeit für sowas. Oh, aber kannst du ja irgendeine angucken. Ich muss Konferenzen machen, Magazine machen, ach, online schreiben. Zwischendurch ab und zu mal eine Programmiersprache gucken. Haskell, ich lege dir ein Gespräch mit Harald ans Herz. Mach ich. Mal angucken. Okay, ich gucke mir Haskell. Okay. Ja. Ich bin gespannt. Wir treffen uns hier wieder und du wirst abgefragt. Okay. Ja, dann würde ich sagen, an der Stelle. Jetzt hat Alexander was zu tun, er muss mich Haskell lernen, wenn er nicht gerade eine Konferenz plant. Und ja, dann machen wir jetzt Schluss, damit er Zeit dafür hat. Vielen Dank. Danke. Und nochmal kurze Erwähnung. Gleich geht's weiter mit den schönsten, kann man so nicht sagen, also mit Security-Fails und was wir davon lernen können. Der Kollege Ronald Eikenberg hat eine ganze Menge davon mitgebracht. Wir gucken uns das an, können ein bisschen Kopf schütteln, können uns fragen, wie darf sowas passieren, wie kann sowas passieren, wie kann man sowas in der Zukunft vermeiden. Und das restliche Programm seht ihr in der Meldung zu dem Stream, den ihr gerade guckt. Ja, und ich hoffe, wenn ihr Lust habt, seid ihr nachher wieder dabei. Dankeschön. Danke.